Ja, und herzlich willkommen zurück zu Blood Omen 2. Jetzt nach diesen Wasserspielen hoffen wir nochmal, dass hier nichts in der Art mehr uns begegnet. Und, oh, dies ist wohl eine Fahrstuhlkammer. Und wir haben hier ein paar Bildnisse der Hülden. Aha, sehr schön. Was ist das hier? Ist das die Mutterhülde? Auf jeden Fall hat sie einen Schmollmund. Okay, so ein bisschen Denkerpose hier. Gemeinsam unterwegs. Aha. Vampir schlechter rein. Naja, egal. Ab nach oben, bitte. Hallo. Ah, nicht aufgepasst. Weil ich für dich die Opferung gewählt habe. Sieh, was du bekommst. Der kann anscheinend wirklich nichts anderes. Naja, komm her, komm her, komm her. Welche? Das war wohl eine Herausforderung, wa? Ui! Aber das bringt dir nichts. So, schauen wir doch hier nochmal weiter. Vampir schlägt da rein wieder. Obermacker. Irgendwas mit Menschen, Verwandlung, Aufsaugung, Inzucht, keine Ahnung. Und ein Typ hier mit der Axt. Naja. Schauen wir doch mal weiter. Hier haben wir noch zwei Arbeiter. Ist hier sonst nichts? So, durch diese Tür kommen wir anscheinend nicht. Dann geht's auf der anderen Seite weiter. Ah, da ist auch noch einer. Hallo. Und noch einer. Komm her hier. Gute Nacht. Gute Nacht. Der andere scheint sich gar nicht erst einmischen zu wollen. Aber wieder nicht aufgepasst. Naja, komm. Mach dich. Ah. Gib uns dein Blut. Ey, der andere scheint wirklich sich nicht einmischen zu wollen. Ah, jetzt, wo wir fertig gesaugt haben. Ja, komm her, du kriegst genau dasselbe. Komm, komm, komm. Na los. Oh, sehr schön. So gehen wir mit denen um. So wird's einfach gemacht. So. Was haben wir denn hier? Ah, hier unten ist Nebel. Aber auch ein Typ. Ich werde jetzt bewusst nicht in der Nebelform da reinwandern, weil mir ist das Spiel an dieser Stelle schon des Öfteren früher abgestürzt. Wenn ich den Nebelform attackiert habe. Beziehungsweise ausgeschaltet hätte. Deswegen werden wir jetzt trotzdem halt diesen offenen Kampf wählen. Das ist einfach eine Präventivmaßnahme. Na komm. Na los, steh auf. Und stirbt. So, und dann haben wir schon wieder einen Speicherpunkt. Das ging halt diesmal relativ fix.
Was wohl heißt, dass wir weitere 5% abgeschlossen haben. Den nutze ich jetzt. Oh, hauer, wo kommst du denn auf einmal her? Du dumme Sau. Der hat mich ja voll überrascht. Wow. Hat der sich die ganze Zeit dahinter versteckt? Die dämliche Drecksau hier. Das geht ja mal gar nicht. Alter Verwalter hier. Sonst auch nichts zu tun hier, wa? Ja, nichts rot hier, das machen wir. Aber Feierabend. Aber gewaltig. Das darf uns zwei sich am Speicherpunkt sammeln. Das ist ja auch nicht nett gemacht. Naja, was soll man sagen? Auf jeden Fall nutzen wir den Speicherpunkt einmal. Ja. Und schauen dann weiter. Ja. Was haben wir denn hier? Eine Waffe. Sehr schön. Das gefällt. Doch, das gefällt. Und hier scheint es weiter zu gehen. Und da ist ein Vollpfosten, der sich an irgendwas probiert. Ja, immer diese Wissenschaftler hier. Oh, und nochmal voll ein drauf. Oh. Das Glück können wir auch gerade gut gebrauchen. So. Hallo. Sei froh, dass wir dich auf diese Art erlöst haben. Sieht immer aus, als ob die Turnschuhe anhaben. Naja. Hallo. Ich hab da mal was mitgebracht. Es ist spitz, es ist lang. Es steckt gleich in deinem Körper. So. Hab ich doch gesagt. Dann wollen wir natürlich die Truhe auch nicht ignorieren. So. So. Hier geht's hier rein. So. Ah, da können wir jetzt drüber springen. Können wir dem auch ins Genick springen? Nee. Aber. Wir können ihm das geben, während er da an den Spinnen rum experimentiert. Ah, jetzt ist die Waffe schon rot. Ah, gefällt mir nicht. Aber für ihn reicht's noch, vollkommen. So. Und er hat uns auch noch getroffen, dieser kleine, miese... Naja, ich sag's jetzt nicht. Hier noch irgendjemand? Nö. Keiner. Was passiert mit dem Hebel? Ah, der fährt nach oben. Okay. Wir nehmen aber erstmal die Waffe hier noch mit. Denn der kommt ja auch wieder runter. Jetzt hätten wir auch diese Erfahrungspunkte hier übersehen. So, dann wollen wir den Hebel nochmal betätigen, dass der wieder runterkommt. Da ist er ja auch schon. Und nochmal. Und ab nach oben. Tipp. So. Hier geht's jetzt rauf. Und was machen wir jetzt? Ach so, okay, jetzt darüber springen, während das aus ist. Gut.
das ist jetzt natürlich... Muss natürlich genau aufgepasst werden hier. Aha. Und keine Sekunde zu spät. Ja, so muss das sein. Da ist einer. Aber nicht mehr lange. Und schon ist der ganze Kampf vorbei. Na dann. So, dann gucken wir mal. Das scheint die Tür zu sein, ja, die nicht aufging. Jetzt sind wir wieder einmal aufs Drum gelaufen. Die geht jetzt auf und wir haben schon wieder einen Speicherpunkt. Ja, Mensch. Das ging ja relativ fix. Aber den nutze ich, um hier die Folge zu beenden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Gehabt euch wohl.